Vielleicht sind das die Überlebenden, die nach dem Untergang Shambhalas hierher gekommen sind, um den zweiten Portalschlüssel zu verstecken. Das ist ja seltsam. Die Farbe dieses Gemäldes ist zwar teilweise schon abgeblättert, aber einer der Menschen scheint tatsächlich eine moderne britische Soldatenuniform zu tragen. Die Farben sind erstaunlich gut erhalten. Selbst kleinste Details kann man immer noch gut erkennen. Das Gemälde stellt offenbar eine Szene dar, die ich aus den Schilderungen von Professor Hayes gut kenne. Eine Gruppe von Hirten und Jägern betritt eine riesige Höhle im Gebirge. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um die Menschen, die vor vielen tausend Jahren den Zugang zu Shambhala entdeckt und sich dort niedergelassen haben. Diese Glasfenster dort oben sind wirklich beachtlich. Sie müssen extrem dick sein, wenn sie dem Außendruck des Wassers so lange standgehalten haben. Aber was noch viel verblüffender ist, solch große Glasflächen konnten meines Wissens nach erst seit dem Mittelalter hergestellt werden. Und der Tempel scheint mir doch deutlich älteren Datums zu sein. Hier steht ein runder Stein heraus. Ich nehme ihn mal mit. Hier in dem Gemälde ist ein weiterer Stein, den man herausnehmen kann. Und noch ein herausnehmbarer Stein. In der Mitte des Raumes steht eine Stele aus Stein. Was haben wir denn hier? 6 kreisrunde Vertiefungen, die um ein Symbol herum angeordnet sind. Würde mich nicht überraschen, wenn in der Stele das Schlüsselartefakt versteckt ist. Also schön, dann will ich mir das mal näher anschauen. Etwas hat sich in der Stele bewegt. Dass nun in jeder Vertiefung ein Stein liegt, scheint irgendeine Sperre gelöst zu haben. Aha, jetzt kann man die Steine nach unten drücken. Vermutlich müssen alle Steine nach unten gedrückt sein, damit etwas passiert. Das muss das zweite Schlüsselartefakt sein, das die Pforte nach Shambhala öffnet. Endlich. Ich habe das Schlüsselartefakt. Aber seltsam. Eigentlich müsste ich mich jetzt doch freuen. Schließlich habe ich 3 Kontinente bereist, um es zu finden. Stattdessen fühle ich mich irgendwie bedrückt. Besser lässt es sich nicht beschreiben. Was zum Teufel soll das? Nach all den Strapazen halte ich den Schlüssel in der Hand, mit dem ich nach Shambhala reisen und Richard hoffentlich retten kann. Doch gleichzeitig quält mich die Frage, ob ich auch tatsächlich das Richtige tue. War es wirklich eine gute Entscheidung, Richard retten zu wollen? Wie viele Menschen sind bei diesem Versuch schon gestorben? Kim, Professor Hayes. Und wie viele werden noch sterben, wenn ich meine Suche fortsetze? Wenn ich die Pforte nach Shambhala öffne? Alles, was ich im Verlauf meiner Reise über diesen Ort erfahren habe, deutet darauf hin, dass dort wirklich eine große Gefahr lauert, die jenseits aller Mythen und Legenden einen durchaus realen Hintergrund hat. Vielleicht liegt es ja an den unheilvollen Darstellungen der Wandmalereien. Oder ich bin nach all den Strapazen einfach nur übermüdet und zögere deshalb. Andererseits steht mir diesmal genug Zeit zur Verfügung, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie muss nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen fallen, wie damals bei den Unruhen im Hafen von Hongkong, als ich Richard ebenfalls retten wollte. Dieses Mal kann ich mein Gewissen nicht mit diesen besonderen Umständen beruhigen. Und dieses Mal steht auch noch eine ganze Menge mehr auf dem Spiel. Kim sagte, dass man Leben nicht gegeneinander aufrechnen kann. Aber mein Fehler damals kostete 8 Menschenleben. Dieses Mal könnten es Hunderte oder gar Tausende sein, dieses Zögern. Ich bin davon überzeugt, dass ich meiner Intuition folgen muss. Und darum führt mich mein Weg nicht nach Tibet,
Nicht zurück in das Kloster. Ich werde dahin gehen, wo alles begonnen hat, um mich für die schwierigste Entscheidung meines Lebens zu rechtfertigen. Lord Weston. Ja? Mr. Paddock ist zurück. Was? Worauf warten Sie? Lassen Sie ihn herein, schnell! Fenton, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, Sie zu sehen. Lord Weston. Was ist mit meinem Sohn? Lebt er noch? Lord Weston, bitte, es ist nicht so einfach. Ist Richard tot? Wollen Sie mir das mitteilen? Nein, im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass er noch lebt. Gott sei Dank. Brauchen Sie mir Geld, um die Rettungsmission fortzusetzen? Wie kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie es nur. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht. Sehen Sie, ich weiß, wohin Ihr Sohn verschwunden ist. Und ich bin sogar im Besitz des Schlüssels für die Pforte, die zu ihm führt. Das Problem ist, dass ich es nicht verantworten kann, diese Pforte zu öffnen. Was? Was soll das bedeuten? Richard befindet sich an einem Ort im Himalaya, den man Shambhala nennt. Aus irgendeinem Grund ist er in den Besitz eines Portalschlüssels gelangt und hat sich dorthin geflüchtet, als seine Einheit von Nazis angegriffen wurde. Vielleicht konnte er den Nazis nur so den Zugang zu Shambhala verwehren. Dieser Ort birgt nämlich ein Geheimnis, das um keinen Preis in die falschen Hände geraten darf. Das ist mir auf meiner Suche nach Richard bewusst geworden. Der zweite Schlüssel kann Richards Bemühungen nun vollständig zunichte machen. Wenn ich die Pforte erneut öffne, um ihm zu folgen, riskiere ich, dass auch die Nazis nach Shambhala gelangen. Lord Weston, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir den zweiten Portalschlüssel vernichten müssen. Es tut mir sehr leid, aber die damit verbundenen Gefahren sind einfach zu groß. Was reden Sie da? Sie wollen Richard aufgeben, obwohl Sie selbst gesagt haben, dass er wahrscheinlich noch am Leben ist? Lord Weston, Sie wissen, was Richard mir bedeutet, was ich für ihn aufgegeben habe. Glauben Sie mir, wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, sähe meine Entscheidung anders aus. Ich weiß, es fällt schwer, das zu akzeptieren. Aber bei allem, was ich gesehen und erfahren habe, kann ich die Verantwortung für eine Fortsetzung der Rettungsmission nicht übernehmen. Ich bin heute hier, um Sie dafür um Verständnis zu bitten. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Sie sprechen vielleicht das Todesurteil über meinen Sohn und verlangen von mir dafür eine Art Absolution? Dann habe ich mich wohl doch in Ihnen getäuscht. Ich dachte nicht, dass es Ihnen am Mut fehlt, riskante Entscheidungen zu treffen. Aber wenn Sie das nicht können, dann muss ich eben jemand anderen bitten, die Aufgabe zu Ende zu bringen. Es tut mir wie gesagt sehr leid, Lord Weston. Aber mein Entschluss steht fest. Ich werde den Portalschlüssel vernichten. Ich fürchte, diese Entscheidung liegt nicht mehr in Ihren Händen, Paddock. Was ist hier los? Sie kooperieren mit den Nazis, Gouverneur? Ich hatte keine Wahl, Fenton. Herr Kleist gab vor, zu wissen, wo Richard ist, und versprach mir ein Lebenszeichen. Ich war skeptisch, aber ein Vater klammert sich an jeden Hoffnungsschimmer, sei er auch noch so klein. Insgeheim vertraute ich allerdings darauf, dass Sie mir Richard Leben zurückbringen und ich die Zusammenarbeit mit den Nazis schnell wieder beenden könnte. Doch jetzt muss ich feststellen, dass ich leider auf das falsche Pferd gesetzt habe. Sie begehen einen unverzeihlichen Fehler, wenn Sie den Nazis den Portalschlüssel überlassen. Ich bin gewillt, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Begleiten Sie mich zum Flughafen, Paddock. Sie haben eine Verabredung in Tibet, die Sie nicht verpassen sollten. So sehen wir uns also wieder, Herr Paddock. Küss die Hand, Frau Gräfin. Sie werden doch nicht etwa dem unwiderstehlichen Charme von Fenton Paddock erlegen sein. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass Sie mich nicht in Hongkong getötet und das Schlüsselartefakt an sich genommen haben? Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, lägen Sie tatsächlich längst mit einem Loch zwischen den Augen in Ihrer erbärmlichen Baracke. Das dürfen Sie mir glauben. Ihr Glück, dass Ihre Suche nach dem Schlüsselartefakt erfolgreich war und Sie es als Erster in den Händen hielten.
Vielleicht haben sie ja die Energie, die dabei auf sie übergegangen ist, gefühlt. Aber ihnen war sicher nicht bewusst, dass sie nun als Einziger befähigt sind, das Artefakt zu benutzen. Heißt das etwa, dass sie die Pforte nach Shambhala ohne meine Hilfe gar nicht öffnen können? Exakt. Besser hätte ich es selbst nicht auf den Punkt bringen können, Herr Paddock. So steht es in den Überlieferungen, die unser Orden seit Jahren zusammengetragen und studiert hat. Und Sie glauben ernsthaft, dass ich Ihnen diesen kleinen Gefallen tue und das Artefakt benutze? Dass ich die Pforte für Sie öffne? Aber selbstverständlich. Daran besteht kein Zweifel. Dann muss ich Sie leider enttäuschen, Werteste. Von mir aus können Sie mich foltern oder töten, aber ich rühre keinen Finger. Falls ich tatsächlich Ihre einzige Option bin, so endet Ihre Expedition hier. Sie sollten sich kein vorschnelles Urteil bilden, wenn Sie noch nicht alle Fakten kennen, Herr Paddock. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass Sie bereit sind, Ihr eigenes Leben zu opfern, wenn Sie uns dadurch den Zugang nach Shambhala verwehren können. Aber wie sieht es mit dem Leben Ihrer kleinen Freundin aus? Kim? Ich glaube, das war ihr Name. Das junge Fräulein hatte viel Glück. Mehr Glück jedenfalls als mein treuer Leutnant Grasser, der die Lawine bedauerlicherweise nicht überlebt hat. Jetzt seien Sie doch nicht so niedergeschlagen. Sie sollten sich über das Wiedersehen freuen. Immerhin haben Sie nun ein Menschenleben weniger auf dem Gewissen, Herr Paddock. Zumindest, falls Sie sich doch noch kooperativ zeigen. Ersparen Sie mir bitte die Schilderung der Konsequenzen, die eine fortgesetzte Weigerung Ihrerseits für das Wohlbefinden Ihrer Freundin haben würde. Ich denke, Sie verfügen über ausreichend Fantasie, um die richtige Entscheidung zu treffen. Geht es dir gut, Kim? Ja. Nun? Gut. Sie haben gewonnen. Lassen Sie sie laufen und ich werde das Artefakt benutzen. Ich würde Ihnen diese Bitte liebend gern gewähren. Aber wer garantiert mir, dass ich die Hilfe Ihrer Freundin trotz aller Studien nicht doch noch benötige, wenn wir erst in Shambhala sind? Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass ich diesem Wunsch deswegen leider nicht stattgeben kann. Also schön. Was muss ich tun? Legen Sie das Schlüsselartefakt in die Vertiefung auf der Stele. Wir sehen uns auf der anderen Seite in Shambhala. Wach auf! Was? Komm zu dir! Mach die Augen auf! Wie? Richard? Richard, bist du das? Die Reise scheint dich ja ganz schön mitgenommen zu haben. Natürlich bin ich es. Aber was ist mit dir? Du siehst ja aus wie ein Gespenst. Dankeschön. Die erste Begegnung seit langer Zeit und dir fällt nichts Besseres ein, als über Äußerlichkeiten zu meckern. Ich verstehe nicht. Offensichtlich ist dein Sinn für Humor noch unterwegs. Also schön, dann Spaß beiseite. Willkommen in Shambhala. Nur zur Erinnerung. Du wurdest zusammen mit einem Trupp Nazi-Soldaten und Wuangs kleiner Nichte hierher teleportiert. Kim! Wo ist sie? Sie ist zusammen mit den Nazis im Zentrum Shambhalas gelandet, während du mit etwas Glück und dem Einwirken der Hohe Priester von den restlichen Eindringlingen getrennt wurdest. Hohe Priester? Also gibt es immer noch Menschen in Shambhala? Nein, im gegenwärtigen Shambhala nicht mehr. Von den paar Nazis, dir und Kim einmal abgesehen. Von welchen Priestern hast du dann gesprochen? Und was ist mit dir passiert? Das führt uns zurück zu deiner Frage nach meinem merkwürdigen Erscheinungsbild. Das erste Schlüsselartefakt brachte mich ins Shambhala der Vergangenheit. Offenbar wollten sich die Priester, die nach Verlassen Shambhalas im Kembalung-Tal geblieben sind, zumindest die Möglichkeit offen halten, in diese Zeit kurz nach dem verheerenden Bürgerkrieg zurückzukehren.
Frag bitte nicht, wie genau das alles möglich ist. Das hier ist einfach ein ganz besonderer Ort. Ja, ich habe von dieser mysteriösen Kraft in sogenannten morphogenetischen Feldern gelesen. Auf solche Begriffe gebe ich nichts. Sie erwecken nur den Anschein, etwas zu erklären, das man nicht erklären kann. Die Hohepriester bezeichnen Shambhala als das Herz der Welt, wobei sie nicht ein organisches Herz meinen, sondern eher so etwas wie die Seele. Wenn du es aber technischer oder wissenschaftlicher betrachten möchtest, dann kannst du dir die Energie dieses Ortes tatsächlich als das vorstellen, was alle Organismen dieser Welt individuell ausmacht. So wie jeder einzelne Mensch eine Seele hat, die ihn zu dem Menschen macht, der er ist, so hat auch jede Spezies eine Seele, die sie zu der Spezies macht, die sie ist. Und die Summe des Ganzen, quasi die Weltseele, findest du hier. Es tut mir sehr leid, aber das ist mir zu hoch. Das geht mir ähnlich und ich bin schon ein paar Tage länger hier als du. Ich glaube auch nicht, dass wir es jemals vollkommen begreifen können. Nimm es einfach als Fakt, dass alle Lebewesen, also auch alle Menschen, durch eine kaum spürbare Energie miteinander verbunden sind. Kaum spürbar? Sehr sensible Menschen können sie spüren und sie sich zunutze machen. Denk an Hypnotiseure oder Telepathen. Aber natürlich werden auch alle anderen Menschen davon beeinflusst. So ist instinktives Verhalten nichts anderes als das unbewusste Handeln nach einem Muster, das in diesem Energiefeld festgeschrieben ist. Natürliche Triebe oder auch Phänomene wie Massenpanik oder Massenhypnose lassen sich mit dem Wirken dieser Energie erklären. Klingt ja alles ganz interessant, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, was die Nazis hier wollen und welche Gefahr von diesem Ort ausgeht. Nun, in diesem Energiefeld werden alle Errungenschaften, die eine Spezies hervorbringt, auf ewig festgehalten. Stell es dir einfach vor wie ein gigantisches Archiv, in dem alles aufbewahrt wird, was Menschen jemals erforscht, entdeckt oder entwickelt haben. Ah, jetzt dämmert's mir. Wissen, das anderswo auf der Welt längst in Vergessenheit geraten ist, wird in diesem Feld konserviert. Ganz genau. Und hier im Zentrum dieses Feldes läuft alles zusammen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist der Einfluss der Energie so stark. Shambhala birgt die Quelle des angesammelten Wissensschatzes. Und auf den haben es Gräfin von Hagenhild und ihre Nazischergen abgesehen. Aber genau darin liegt die ungeheure Gefahr. Denn wer weiß schon, auf welche längst vergessenen Erkenntnisse die Nazis stoßen, die sie dann zu ihrem Vorteil nutzen würden. Das meine ich nicht. Die Nazis könnten all das Wissen gar nicht für politische oder kriegerische Zwecke missbrauchen. Der enorme Einfluss, der hier im Zentrum auf den Geist eines Menschen einwirkt, ist schlicht und ergreifend nicht zu beherrschen. Die Menschen besitzen wohl noch nicht die Reife, mit diesem Geschenk umzugehen. Schon die Priester zu Urzeiten sind gescheitert. Dann hat also dieses Energiefeld die Bewohner Shambhalas dazu gebracht, sich in einem Bürgerkrieg gegenseitig umzubringen? Richtig. Wie das? Der Geist eines Menschen wird einer außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt, wenn er in konzentrierter Form all das verarbeiten soll, was sich seit Anbeginn der Menschheit von ihr in diesem Feld angesammelt hat. Außerdem sind auch noch andere Kräfte am Werk. Das Archiv der Menschheit beschränkt sich leider nicht auf Entdeckungen und Erfindungen. Neid, Missgunst und Hass zum Beispiel definieren die Spezies Mensch genauso und üben einen entsprechenden Einfluss hier in Shambhala aus. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, können einzelne Begriffe das Phänomen nicht umfassend erklären. Aber wenn das alles stimmt, was du sagst, warum warten wir dann nicht einfach ab und lassen die Nazis in die Falle tappen? Sobald sie die Wissensquelle anzapfen, drehen sie durch, ich hole Kim da raus und wir schauen gemütlich zu, wie sich die Nazis gegenseitig umbringen. Im Prinzip hast du recht. Aber? In meiner Zeit bereiten sich die überlebenden Priester Shambhalas gerade darauf vor, Shambhala zu verlassen. Um die Quelle vor Missbrauch zu schützen, erzeugen sie durch eine Zeremonie eine Art Kraftfeld. Dieses Kraftfeld erlaubt es nur noch dem Träger eines bestimmten Amuletts, die Quelle zu nutzen. Das Amulett wird nach der Zeremonie in drei Teile geteilt und in den Tempeln der drei einst herrschenden Priesterkasten versteckt. Hey, das ist ja noch besser. Dann kommen die Nazis ja ohnehin nicht an die Quelle des Feldes heran. Solange das Kraftfeld aktiv ist und sie das Drachenamulett nicht besitzen, können sie nichts ausrichten. Allerdings haben sie damit begonnen, Sprengladungen zu platzieren, die das Kraftfeld zerstören sollen. Eine Sprengung müssen wir aber unbedingt verhindern, Fenton. Wir wissen nicht, ob sie die Quelle und damit das Feld in irgendeiner Art beeinflusst.
Eine Störung des Feldes könnte katastrophale Auswirkungen auf alle Lebewesen dieses Planeten haben. Du siehst, wir müssen schnell handeln. Wir? Ich denke, du sitzt in der Vergangenheit fest. In der Tat, aber ohne meine Hilfe wirst du die drei Amulettteile nicht finden. Wir haben ab jetzt eine Art Verbindung, die gewaltige Zeitspanne zwischen uns überbrückt. So können wir gemeinsam die drei Tempel der Priesterkasten durchsuchen. Zwar sind die Amulettteile in meiner Zeit noch gar nicht versteckt, da die Priester die Zeremonie zur Beschwörung des Kraftfeldes gerade erst durchführen, aber vielleicht kann ich dir auf die eine oder andere Weise behilflich sein. Okay, aber verrate mir bitte noch, was ich dann mit dem Amulett eigentlich genau anstellen soll. Du überwindest damit das Kraftfeld und benutzt die Macht der Quelle, um die Nazis von hier zu vertreiben. Gibt's auch einen Plan B? Keine Sorge, ich werde dir helfen, wenn du das Drachenamulett erst einmal gefunden hast. Also schön, legen wir los. Du sagst es, das Schicksal der Welt liegt wohl allein in unseren Händen. Okay, Richard ist wieder verschwunden. Oder besser gesagt, seine geisterhafte Erscheinung hat sich in Luft aufgelöst. Dann will ich mal den Stand der Dinge zusammenfassen. Richard befindet sich 10.000 Jahre in der Vergangenheit. Die Bewohner Shambhalas haben sich kurz zuvor in einem schrecklichen Bürgerkrieg gegenseitig umgebracht. Nur ein paar wenige Priester überlebten das Massaker. Um zu verhindern, dass dies noch einmal geschieht, beschworen die Priester ein Kraftfeld um die Quelle der morphogenetischen Felder. In der Gegenwart befindet sich Gräfin Hanna von Hagenhild, zusammen mit ihren Nazi-Soldaten und Kim im Zentrum von Shambhala und will dieses Kraftfeld in Kürze sprengen. Um das zu verhindern, muss ich drei Teile eines Amuletts finden. Damit kann ich das Kraftfeld überwinden und die Macht der Quelle nutzen, um die Nazis von hier zu vertreiben. Jedenfalls ist das Richards Plan. Na schön, dann schaue ich mich hier mal um. Vielleicht kann mir Richard ja tatsächlich bei der Suche nach den drei Amulettteilen helfen. Die Abdeckplatte dieses Podests wurde im Lauf der Zeit durch heruntertropfendes Wasser ausgehöhlt. Die Steinköpfe zeugen vom großen handwerklichen Geschick ihrer Schöpfer. Selbst winzige Details werden gekonnt dargestellt. Die Oberflächen sind perfekt geschliffen und selbst nach all den vielen Jahren noch glatt und frei von jedweder Form der Verwitterung. Sicher hatten diese Köpfe für die Menschen von damals eine besondere Bedeutung. Vielleicht handelt es sich um die Abbildungen alter Gottheiten. Aber was mögen nur die weit geöffneten Münder der Köpfe bedeuten? Es scheint sich um eine Art Mechanismus zu handeln. Er besteht aus zwei Zahnrädern aus Stein. Dazwischen ist eins aus Holz, das sehr morsch und verrottet aussieht. Na prima, ein unterirdischer Fluss. Wenn ich versuche, dahin durchzuschwimmen, wird mich die Strömung glatt in die Tiefe reißen. Ich schaff's niemals heil über den Fluss bis zum Durchgang. Die Strömung würde mich mitreißen und über die Klippe stürzen lassen. Dieses Podest sieht aus wie ein Tisch aus Stein. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine Art Altar. Wer weiß. Jetzt ist es jedenfalls leer und heruntertropfendes Wasser hat eine kleine Vertiefung entstehen lassen. Diese Köpfe wurden direkt aus dem Felsen gehauen. Ihre Augen und Münder sind geschlossen, als würden die Figuren schlafen. Gestürzte Schale, in der wohl mal Opfergaben waren. Ich sehe vergammeltes Fleisch und verfaulte Früchte. Puh, aber vielleicht ist ja tatsächlich noch etwas Brauchbares im Müll zu finden. Das Einzige, was nicht völlig vergammelt war, ist eine Nuss. Die Bodenscheiben befinden sich genau im Zentrum dieses Tempels. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine besondere Bedeutung haben.
Halterung hängt eine Fackel. Hier befindet sich eine quadratische Steinplatte. Ich könnte die Platte verschieben. Hinter den Steinköpfen scheint sich ein komplexer Mechanismus aus Zahnrädern zu befinden. Direkt unter der Öffnung sehe ich zwei Zahnräder aus Stein und dazwischen eines aus Holz. Mal sehen, ob ich die Zahnräder herausnehmen kann. Ein Zahnrad aus Holz konnte ich von der Welle lösen, aber die anderen sitzen fest. Erdhügel. Die Erde ist extrem fest. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht abtragen. Diese Kette leistet hier Dienste als Handlauf. Hab sie. Die beiden Metallpfosten machen auch ohne Kette eine gute Figur. Der Pfosten ist recht wackelig. Mal schauen, ob ich ihn mit einem festen Ruck aus dem Boden ziehen kann. Ja, ich hab ihn. Damit kann ich die feste Erde sicher auflockern. Schön. Wer die Welt vor dem drohenden Untergang retten möchte, darf nicht davor zurückschrecken, sich die Hände schmutzig zu machen. Ich versuche, den Erdhaufen mit den Händen zur Seite zu räumen. Gut, dass ich die Erde aufgelockert habe. So konnte ich die dicken Batzen schnell wegräumen. Allerdings ist eine Menge Schmutz und feuchte Erde an meinen Händen kleben geblieben. Unter dem Erdhügel war ein steinerner Sarkophag verborgen. Der Verschluss des Deckels besteht aus einem Eisenschloss, das mit leuchtender Farbe bestrichen ist. Wahrscheinlich soll sie das Schloss vor Korrosion schützen. Am Deckel sitzt ein dickes Eisenschloss. Ich kann den Sarkophag unmöglich öffnen. Allerdings scheint die schützende Farbe auf dem Schloss recht spröde zu sein. Beim Versuch, den Deckel zu öffnen, habe ich eben etwas davon abgekratzt. Diese Gesteinsbrocken sind anscheinend vor nicht allzu langer Zeit aus der Decke gebrochen. Ein kleiner Bach schlängelt sich durch diese Höhle. Und ja, eigentlich ist das nicht mehr als ein Rinnsal. Die Steine liegen nur lose übereinander. Bestimmt kann ich sie mit einem beherzten Tritt in die Tiefe befördern. Von dort oben tropft Wasser durch die Felsendecke. Und aufgrund mineralischer Ablagerungen bildet sich über einen sehr langen Zeitraum ein nach unten wachsender Stalaktit. Direkt unter einem Stalaktiten hat sich bereits ein kleiner Stalagmit gebildet. Das Wasser tropft von oben auf diese Stelle und hinterlässt mineralische Ablagerungen, die den Stalagmiten langsam in die Höhe wachsen lassen. Der kleine, kompakte Kegel des Stalagmiten ist fest und stabil. Mit den Händen allein lässt er sich nicht abbrechen. Eigentlich sollte man sich ja nicht an den über Jahrtausende gewachsenen Naturwundern vergreifen. Aber es könnte ja jemand über diesen Stalagmiten stolpern. Ich schlage ihn also lieber ab und kümmere mich auch gleich um das entsprechende Pendant an der Decke. Auch der Stalaktit könnte jemanden verletzen, wenn er abbricht.
Das ist die zentrale Höhle Shambhalas. Die letzten Priester beschwören hier während einer tagelangen Zeremonie ein Kraftfeld, das die Quelle der morphogenetischen Felder schützen soll. Als ich den Priestern nach meinem Eintreffen den Angriff der Nazis auf das Kloster im Kembalung-Tal geschildert hatte, entschloss man sich zu diesem Schritt. Womöglich sollte mich das Schlüsselartefakt, das ich von dem sterbenden Mönch bekommen habe, genau hierher in diese Zeit bringen. In die Vergangenheit, damit den Priestern genug Zeit bleibt, sich auf einen Ernstfall wie diesen vorzubereiten. Hier liegt ein schwarzer Stein. Ein schwarzer, würfelförmiger Stein. Wenn das Kraftfeld vollständig hergestellt ist, schützt es die Quelle der morphogenetischen Energie. Nur mit Hilfe eines magischen Amuletts kann man das Kraftfeld dann umgehen und die Energie dieses Ortes wieder nutzen. Das sind die letzten 12 Priester, die den schrecklichen Bürgerkrieg in Shambhala überlebt haben. Den Steinquader genau unter das herabtropfende Wasser. So, wohin soll ich jetzt gehen? Ich bin in der nördlichen Höhle und die beiden anderen Tempel der Priesterkasten sind im Südwesten bzw. Südosten. Das ist der Tempel des Lichts. Die Priesterkaste, die in diesem Teil der Höhlen gelebt hat, verehrte die Kraft und die Reinheit des Lichts. Langer Eiszapfen. Keine Ahnung, wofür diese Vertiefungen gut sein sollen. Keine Ahnung, wofür diese Vertiefungen gut sein sollen. Wofür diese Vertiefungen gut sein sollen. Ein leerer Bottich aus Stein, wofür der wohl gut war? Den Eiszapfen lege ich gerne wieder ab, denn es ist verdammt kalt. Ich fürchte, für diesen Tempel bin ich eindeutig zu warm angezogen. Das ist eine Statue der obersten Gottheit der Priesterkaste des Feuers. Diese Kaste war sehr gottesfürchtig und hat versucht, Beistand durch Opfergaben zu bekommen. In der Mitte dieser Statue befindet sich eine quaderförmige Öffnung. In jeder Hand der Statue befindet sich eine Schale. Die hier ist leer. Die Statue hält Schalen in jeder Hand. Diese ist leer. Wenn mich nicht alles täuscht, dann symbolisiert dieses Zeichen den Tod. Dieses Zeichen steht für den Begriff Feuer oder Hitze. Das ist ein Zeichen für Leben. Glühende, heiße Lava. Warum nicht? Ich binde den Fackelstab an die Kette.
Das klappt. Die Kette ist lang genug und die Fackel wird sich da unten über der Lava sicher entzünden. Unter der Schale Leben symbolisiert wird, kann ich mir vorstellen, dass die Erde als eine Art Opfergabe in diese Schale passen könnte. Schließlich sind Leben und Erde untrennbar miteinander verbunden. Allerdings wird die Erde allein nicht reichen, um einem Opfer, das für Leben steht, gerecht zu werden. Könnte ich den Eiszapfen schmelzen. Dadurch füllt sich der Bottich mit Wasser, was vielleicht keine schlechte Sache ist. Es ist zwar nur ein hölzernes Zahnrad, aber ein erfrischendes Bad hat bekanntlich noch nie geschadet. Warum mache ich das eigentlich? Entsorgung, unnützen Ballast? Ein besserer Grund fällt mir gerade nicht ein. Aber ich bin jetzt einfach mal spontan und hänge auch noch die Kette zu dem Holzrad in den Bottich. Mag sein, dass sich die Auswirkungen meines Handelns erst in der Zukunft zeigen. Den Deckel kann ich mit der Fackel zwar nicht aufbrechen, aber vielleicht lässt sich damit die schützende Farbe von dem Eisenschloss abbrennen. Der ausgehöhlte Steinquader erinnert mich irgendwie an einen Becher. In dieser Senke liegen unzählige faustgroße Kiesel. Alle sind vom Wasser rund und glatt geschliffen wie Steinkugeln. Ein paar kann ich mitnehmen. Der Sarkophag und der Deckel sind komplett aus Stein gefertigt und mit jeder Menge Verzierungen überzogen. Der Deckel des Sarkophags besaß einst ein dickes Eisenschloss. Doch das ist jetzt völlig durchgerostet. Ich will mal versuchen, ob ich den Deckel etwas zur Seite schieben kann. Es hat geklappt. Der Sarkophag ist offen. Jetzt werde ich auch noch zum Grabräuber. Naja, mal schauen, ob in dem Sarkophag was zu finden ist. Nur ein paar verrottete Knochen. Einen nehme ich mal an mich. Hier haben sich die Gräfin und ihre Henkersknechte also eingenistet. Und dort unten ist ja auch Kim. Nun, irgendwelche Neuigkeiten? Nein, Frau Gräfin. Wir konnten noch keinen Ausgang aus der Höhle entdecken. Aber wir haben auch noch nicht jede Nische oder Plattform untersucht. Ein paar davon sind sehr schwer erreichbar. Und Paddock? Noch keine Spur. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht jede... Schon gut. Vergessen Sie's.
Vielleicht ist der Kerl über den Rand gestürzt und in der Lava verbrannt, als wir hierher teleportiert wurden. Wie auch immer, wir haben im Moment andere Sorgen. Bereiten Sie alles für die Sprengung dieser merkwürdigen 12 Stelen vor. Ich bin mir sicher, dass wir das Kraftfeld dadurch deaktivieren können. Jawohl. Irgendwie muss ich diese Fesseln loswerden, wenn nur diese Gräfe nicht die ganze Zeit hier herumschleichen und mich im Auge behalten würde. Auf dem Tisch befinden sich jede Menge Karten, Unterlagen und eine Glasflasche. Bestimmt könnte ich den Tisch mit einem Bein erreichen und ihm einen Stoß geben, aber das würde die Gräfin sofort bemerken. Ich sollte mich damit beeilen, alle 3 Teile des Drachenamuletts zu finden. Es ist anscheinend meine einzige Chance, diese Übermacht zu bezwingen. Hier wachsen unzählige weiße Kristalle. Ich nehme ein paar davon mit. Laut Richard existieren neben dem Tempel hier im Norden noch 2 weitere Tempel der Priesterkasten, in denen Teile des Drachenamuletts versteckt sein sollen. Sie befinden sich im südwestlichen und südöstlichen Teil dieses Höhlenlabyrinths. Brrr. Hier drin friert man sicher den Allerwertesten ab. Zum Glück hatte ich in letzter Zeit genug Gelegenheit, mich an Eis und Schnee zu gewöhnen. Daher sollten mich die äußeren Bedingungen nicht daran hindern, das hier versteckte Teil des Drachenamuletts zu finden. Hier befindet sich eine Halterung mit einer 6-eckigen Vertiefung an der Wand. Ein heller Lichtstrahl fällt durch die Decke und erhellt den Bereich um die Vertiefung. Eine 6-eckige Vertiefung. Eine Halterung mit einer 6-eckigen Vertiefung. In diesem Eisblock ist irgendwas eingefroren. Ich kann durch die dicke Eisschicht hindurch einen goldenen Schimmer sehen. Wenn ich das Ende der Kette packe und kräftig ziehe, müsste ich den Eisblock mit dem Zahnrad aus dem Steinbottich bekommen. Ich hab's. Der Kristall hat die richtige Größe und auch die Form scheint mit der Vertiefung übereinzustimmen. Ich setz ihn mal ein. Beeindruckend. Das Licht aus diesem Bereich des Tempels wird gebündelt und umgeleitet. Der Kristall passt genau in die Vertiefung. Der Kristall sitzt nun fest in der Vertiefung. Was passiert denn jetzt? Das gebündelte Licht schmilzt etwas aus dem Eis. Es ist das Schwanzstück des Drachenamuletts. Puh, und ich dachte, in der marokkanischen Wüste war es heiß. Aber zur Sache. Das hier ist einer der 3 Tempel, in denen die Teile des Drachenamuletts sein sollen. Allzu viele Versteckmöglichkeiten scheint es ja nicht zu geben. Andererseits bin ich bekanntermaßen ein Meister im Unterschätzen von Aufgaben. Dann befreien wir das Zahnrad mal aus seinem eisigen Gefängnis. Ich darf's bloß nicht zu lang da unten hängen lassen, damit es mir nach dem Auftauen nicht verbrennt. So, das hat funktioniert. Nun habe ich ein hölzernes Zahnrad in erstklassigem Zustand.
Diese merkwürdige Statue bildet das Zentrum dieses Tempels. Richard sagte, dass hier eins der drei Teile des Drachenamuletts versteckt ist. Die Statue hält Schalen in den Händen. Diese ist leer. Die Schale hier ist leer. Alles klar. Ich leg den Becher an die Kette. Wahrhaftig, das könnte klappen. Die Kette ist lang genug, um den Steinbecher in die Lava hinabzulassen. Und beides ist auch so hitzeresistent, dass ich etwas von dem flüssigen Gestein nach oben holen kann. Na bitte, feurige Lava. Heureka! Die Statue erwacht zum Leben. Irgendwas hat der Steinbecher mit der Lava jedenfalls bewirkt. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den Knochen in diese Schale lege. Sieh an, so schwer kam mir der Knochen gar nicht vor. Vermutlich ist aber auch nicht das Gewicht für das Herabsinken des Arms verantwortlich, sondern die Tatsache, dass der Knochen genau dahin gehört. Diese merkwürdige Statue bildet das Zentrum dieses Tempels. Richard sagte, dass hier eins der drei Teile des Drachenamuletts versteckt ist. Es ist nichts drin, was ich rausnehmen könnte. Die Schale hier ist leer. In die feuchte Erde. Dort kann sie keimen und sich zu einer lebenden Pflanze entwickeln. Vielleicht wird diese dann tatsächlich einem Opfer gerecht, das für Leben steht. An der Statue hat sich eine weitere Nische geöffnet und darin liegt eins der Teile des Drachenamuletts. Ausgezeichnet. Es ist das Teil, das den Rumpf des Drachen darstellt. Perfekt. Passt genau. Aha. Wenn man eine Steinkugel in die Münder der Köpfe wirft, bewegen sich die Steinscheiben auf dem Boden. Die Stele in der Mitte der Bodenscheiben hat sich geöffnet. Das Kopfstück des Drachenamuletts.
Die beiden Teile passen perfekt zusammen. Kopf, Rumpf, Schwanz. Nun ist das Amulett wieder komplett. Jetzt bin ich aber gespannt. Hat sich irgendwas getan? Offensichtlich nicht. Schade. Vielleicht mache ich ja was falsch. Ich sehe, du hast es geschafft. Richard? Ja, das Amulett ist komplett, aber es passiert nichts. Was genau muss ich tun, um die Nazis zu vertreiben? Mit dem Amulett kannst du das Kraftfeld überbrücken und die Energie des Ortes wieder nutzen. Benutz deine Fantasiefänden. Denk an die Wirkungsweise der morphogenetischen Felder. Sie durchdringen alles und jeden, und hier sind sie besonders stark. Was meinst du damit? Hast du die Kontrolle über diese Energie, hast du auch Kontrolle über alle Anwesenden hier. Lass deine Gedanken, deine Gefühle zum kontrollierenden Element für alle anderen hier werden. Lass deine Gedanken zur Materie werden. Richard? Na toll. Kaum wird's brenzlig, verdrückt er sich. Na schön. Wenn diese morphogenetischen Felder also alles und jeden durchdringen und ich diese Felder mit dem Amulett kontrolliere, dann kann ich ja quasi bestimmen, was alle anderen hier denken, fühlen und sehen. Da fällt mir plötzlich die Geschichte von dem Drachen wieder ein, die Professor Hayes in Marrakesch erzählt hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich Drachenmärchen. Leutnant, bringen Sie Ruhe in die Reihen. Ihre Männer dürfen sich nicht verrückt machen lassen. Das ist nur ein Trugbild. Alle sind in Aufruhr. Das ist meine Chance. Ich sollte versuchen, mich von den Fesseln zu befreien. Glasscheibe zu mir herangezogen. Wow. Dann wollen wir den Krauts mal ein bisschen einheizen. Ich muss die Soldaten noch mehr in Panik versetzen, indem ich ihnen den Drachen auf den Hals setze. Schnellstens diese Fesseln loswerden. Ich schneide die Seile durch. Auf zwei dieser Plattformen befinden sich noch immer Soldaten. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst! Verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt! Folgen Sie mir! Wir sprengen die Stelen! Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten! Wohin so eilig, Frau Gräfin? Mutig!
dumm, aber mutig. Mut ist nur vonnöten, wenn man sich einer Aufgabe nicht gewachsen sieht. Selbstüberschätzung kommt vor dem Scheitern. Dann wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen. Leider wird das auch deine letzte Lektion sein. Zugegeben. Aber jetzt ist Schluss mit diesen Spielchen. Wieso? Es fängt doch gerade erst an, Spaß zu machen. Überrascht, Frau Gräfin? Ein Glückstreffer, mehr nicht. Kim, alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ich denke schon. Jedenfalls geht's mir deutlich besser als Frau Gräfin. Ich muss zugeben, das war eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Vermutlich kennst du sehr viele Seiten von mir noch nicht. Scheint mir auch so. Vielleicht zeigst du mir ja bei Gelegenheit mehr von deinen verborgenen Talenten. Das hättest du wohl gerne, Paddock. Überrascht dich das? Richard? Ich störe euch zwei Turteltauben ja nur ungern, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Wie? Ich meine, was soll das heißen? Mein Entschluss steht fest. Ich werde bei den Priestern in der Vergangenheit bleiben. Aber warum? Nun, ich glaube an einen tieferen Sinn hinter den Geschehnissen in jüngster Zeit. Vieles, das ich gesehen und erfahren habe, lag für mich vor kurzem noch jenseits aller Vorstellungskraft. Uns alle verbindet eine Kraft, deren Auswirkungen wir nicht annähernd verstehen können. Und ich sehe meine Bestimmung darin, den Priestern bei der Wahrung dieses Geheimnisses zu helfen. Ich hoffe, auch ihr werdet in eurer Zeit alles Nötige dafür tun, dass Shambhala ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Die Menschheit ist noch lange nicht reif für dieses Wunder. Versprecht ihr mir das? Wir kümmern uns darum. Versprochen. Ich danke dir, Fenton. Vor allem für das, was du auf dich genommen hast, um mich zu finden. Ich werde dir das niemals vergessen. Dein Entschluss steht wirklich fest? Hast du dir das auch gut überlegt? Ja, Fenton. Ich hoffe, du wirst das irgendwann verstehen. Du bist mein bester Freund, Richard. Und deine Entscheidung bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich niemals wiedersehen werden. Es fällt mir verdammt schwer. Aber ich respektiere es und bewundere deinen Mut. Danke. Nun wird es aber Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Passt auf euch auf. Leb wohl, Richard. Was war das denn? Wohin ist Richard verschwunden? Das ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir das am besten auf dem Heimweg. Soll das heißen, das war's? Ich denke ja. Abgesehen davon, dass wir uns noch mit dem Schlüsselartefakt zurückteleportieren und dafür sorgen müssen, dass dieser Ort weiterhin verborgen bleibt. Außerdem sollte ich noch kurz in Hongkong vorbeischauen und den verräterischen Gouverneur seiner gerechten Strafe zuführen, falls das ein Adjutant Huxley nicht schon erledigt hat. Aber die Suche nach Richard hat dich um die halbe Welt geführt und nun kehrst du mit leeren Händen heim? Tue ich das denn? Du hältst dich wohl für einen ganz tollen Kerl, Fenton Paddock. Du doch auch, stimmt's? Thank you.
Just follow me.